Die Kritik an Neumama Sophia Vegas, 31, wächst. Erst vor wenigen Wochen kam Töchterchen Amanda zur Welt und schon jetzt ließ die Blondine mit dem XXL-Vorbau ihr Baby allein, um mit Freund Daniel Charlie im Liebesurlaub zu entspannen, und erntete dafür prompt einen Shitstorm. Nun zieht die Wahlamerikanerin heftige Konsequenzen. Sophia Vegas sollte gerade wahrscheinlich glücklicher denn je sein. Am 3. Februar erblickte Tochter Amanda das Licht der Welt. Doch schon kurz nach der Geburt machte die 31-Jährige deutlich, dass sie für ihre neue Mutterrolle nicht ihr Privatleben vernachlässigen wolle. Für viele ihrer Follower eine völlig unverständliche Entscheidung, für die Sophia heftige Kritik in den sozialen Netzwerken und sogar von Dea Milaro erntete. Doch das scheint die frisch gebackene Mama nicht wirklich zu interessieren, im Gegenteil. Die 31-Jährige setzte sogar noch einen drauf und Urlaube kurz nach der Geburt mit Freund Daniel Charlie ohne Baby Amanda. So die Kommentare der Netzgemeinde. Doch völlig kalt lassen Sophia Vegas die Worte ihrer Follower offenbar doch nicht. Via Instagram machte die Blondine ihren Hattern jetzt eine deutliche Ansage. Zu einem traumhaften Urlaubsfoto schrieb sie, so die Worte der Neumama. Die 31-Jährige meint, die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika seien der Grund für die Verständnislosigkeit ihrer Follower. Sie sei sich sicher, dass sich auch andere Mütter eine Vollzeit-Nanny wünschen, doch damit nicht genug. Sophia Vegas zieht nach den heftigen Kommentaren gegen sie offenbar Konsequenzen. Die Neumama könnte ihr Privatleben in Zukunft nämlich völlig aus der Öffentlichkeit heraushalten, so ihre abschließenden Worte. Ob das die Follower der 31-Jährigen besänftigen wird, ist allerdings fraglich. Kannst du Sophia Vegas verstehen? Nimm an unserem Wildling teil.